Guten Tag, liebe Zuschauer. Die Sportreportage berichtet heute von den offenen australischen Tennismeisterschaften in Melbourne. Und zwar vom Achtelfinalspiel zwischen Boris Becker und dem Australier Wally Mesur. Die Nummer 2 der Weltrangliste also gegen die Nummer 71. Und ich kann Ihnen schon jetzt versprechen, Sie sehen einen Tenniskrimi. Alles Nähere nun von meinem Kollegen Rainer Dahlke aus Melbourne. Boris Beckers drittes Match auf dem Center Court von Couillon und wieder gegen einen Lokal-Matadoren, gewissermaßen aus dem zweiten Glied, Wally Mesur. Ein Spieler, den man leicht unterschätzen kann. Hier seine Daten, 23 Jahre alt, Nummer 71 der Weltrangliste. Und das spricht für ihn, er hat das erste Grand Prix Turnier des Jahres 87 gewonnen, auf Rasen vor einigen Wochen in Adelaide. Der dritte Hauptdarsteller, Schiedsrichter Wayne Spencer, und er wird in der Tat eine Hauptrolle spielen. Boris Becker hier noch sehr zuversichtlich. Er gewann den ersten Satz 6-4. Und hier bekommt er eine Verwarnung, angeblich wegen Coachens. Hier sehen Sie seinen Trainer Günter Bosch und dann die Diskussion zwischen Becker und dem Schiedsrichter. Eine, wie ich finde, irreguläre Entscheidung, denn der Schiedsrichter konnte gar nicht den Coach sehen, also Becker im Recht, was soll's. Aber es brachte ihn durcheinander. Der zweite Satz ging dann durch den Tiebreak. Spielstand 4-3 für den Australier. Ein Spieler mit klassischen Schlägen, wie man gesehen hat, stark am Netz, hier die Zeitlupe. Sehr gut seine Volleys. 5-3. 2 Punkte fehlen dem Australier zum Satzausgleich. Wieder ein Return verpasst und Becker zertrümmert seinen Schläger, sehr zum Unwillen seiner vielen Fans hier in Melbourne. Die Selbstsicherheit des ersten Satzes war total gewichen. Satzball für Mesur. Erster Aufschlag weit im Aus. Und ein Doppelfehler. Die 10.000 Besucher im Stadion Couillon ahnten, was jetzt passieren könnte. Satzausgleich. Und das Drama nahm seinen Lauf. Becker zertrümmert einen weiteren Schläger. Dann bekam er eine weitere Verwarnung, weil er angeblich die Zeit überschritten hatte zwischen den Punkten, die 30 Sekunden, die einem zustehen. Und das brachte Boris so weit aus der Fassung, dass er den Oberschiedsrichter rief, Peter Bellinger. Hier sehen wir in dem Bild eine kurze Diskussion. Wiederum war es eine äußerst ungeschickte Entscheidung des Schiedsrichters. Er hatte Becker nicht vorgewarnt. Hier sehen Sie das Ergebnis. Den dritten Satz hatte Mesur mit 6-4 gewonnen. Und im vierten Satz gab es wieder Tiebreak. Eine dramatische Wendung. Erster Punkt für den Deutschen.
1:2 Satzrückstand für ihn. Auf Rasen war das nur so in Wimbledon 1985 gegen Tim Mayotte. Und damals gewann er ja in 5 Sätzen. Mesur äußerlich ruhig, fast gleichmütig und konstant sein Spiel. Nicht spektakulär, aber sicher. Klassisch australisch. Mittlerweile die Sympathien, die am Anfang nahezu geteilt waren, total auf der Seite des Australiers. Klar, er war der Außenseiter. Ball knapp im Aus, obwohl die Kreide etwas aufspritzte. Ein Punkt gegen den Aufschläger. Sowas kann im Tiebreak entscheidend sein. 3:1 Führung für Wally Mesur. Die Zeitlupe. Locker durchgeschwungen. Becker mit einigen Schwierigkeiten beim ersten Aufschlag. Hätte gute Aufschlagspiele drunter, viele zu Null Spiele, aber auch dann ganz lausige. Becker verkürzt. Aber nun wieder 2 Aufschläge für den Australier. Eine ganz kritische Entscheidung und wieder fällt Boris aus der Rolle. Verständlich sein Zorn. Der Linie hatte den Ball ausgegeben und der Schiedsrichter Mr. Wayne Spencer überstimmte ihn. Statt 3 beide steht es nun 4:2 für Wally Mesur. Sie haben die Blicke gesehen von Günter Bosch und Jon Tiriak. Und Boris Becker ist kaum zu halten. Ein bisschen auf den Faden von John McEnroe. Sie hören die Leute buhen. Der Oberschiedsrichter zeigt wenig Reaktion. Ein wichtiger Punkt für den Deutschen. Er hat den Nachteil ausgeglichen. Punkt gegen den Aufschläger. Nur noch 4:3 Führung für Wally Mesur. Wir beide. Erinnerungen wurden wach an den Tiebreak im 4. Satz
gegen Broderick Dyke, als Becker 4 Matchbälle hatte, sie nicht verwerten konnte, diesen Tiebreaker mit 11 zu 13 abgab. Sein Ass, Nummer 15, und wieder Buhrufe, weil der Ball in Richtung Schiedsrichter geworfen wurde. Mr. Spencer hätte die Möglichkeit gehabt, Boris mit weiteren Strafen zu belegen. Er tat es nicht. Fünf beide. Das Drama spitzt sich zu. Noch zwei Punkte fehlen. Wally Mazur zur ganz großen Überraschung dieser Australian Open. Sie hören den Jubel. Beeindruckend, wie gelassen, äußerlich gelassen Wally Mazur bleibt. War gewiss kein leichter Schmetterball und nun Matchball für den Australier. Wieder eine umstrittene Entscheidung. Wieder hatte der Linienrichter den Ball ausgegeben und wurde überstimmt durch den Schiedsrichter. Also diesmal zugunsten von Boris Becker entschieden. Zeitlupe. Man sieht die Kreide aufspritzen. Also es scheint doch wohl eine korrekte Entscheidung des Schiedsrichters gewesen zu sein. Dennoch muss man sagen, seine internationale Unerfahrenheit hat dieses Match hier beeinflusst. Matchball Nummer 2 für Wally Mazur. Und er hat den Vorteil, selbst aufschlagen zu können. 7-6 Mazur, quiet please, ladies and gentlemen, thank you. Quiet please. Becker hat die Chance beim Schopf ergriffen, den zweiten Aufwand attackiert und damit den zweiten Matchball abgewehrt. Thank you. Wahnsinnsstimmung in Kuyong. Matchball Nummer 3. Dritter Matchball abgewehrt. Eine Parallele zu dem Match vor einem halben Jahr in Stratton Mountain. Da wehrte Boris Becker gegen keinen anderen als John McEnroe im Tiebreak drei Matchbälle ab.
Der Tiebreak ist ein grausames Spiel. Satzball für Becker. Kaum zu glauben. Vor einem Jahr stand Wally Mazur hier auch in der vierten Runde. Hatte Matchball gegen den späteren Turniergewinner Stefan Edberg aus Schweden. Verlor das Match damals. Wieder steht er kurz vor dem Sieg. Ihm fehlen noch 2 Punkte zum Matchgewinn. Becker 2 Punkte zum Satzgewinn. Wieder einer seiner harten Returns, der den Fehler herausforderte. Zweiter Satzball für Boris Becker. Ist das zu fassen? Schauen Sie die Miene von Wally Mazur. 3 Matchspiele hat er gehabt. Jetzt ist der Satzausgleich da für Boris Becker. 3 Stunden und 9 Minuten dauert die Partie zu diesem Zeitpunkt. Und wie würde der Australier das verkraften? Erstes Spiel im letzten Satz. Dieses Match reißt die Zuschauer mit. Becker jetzt wieder mit unbändigem Kampfgeist. Und die Chance zum Break. Game Becker. Die Faust deutet es an, das ersehnte Break zu Beginn des 5. Satzes ist da. Vergessen waren die Schwierigkeiten im 2. und im 3. Satz insgesamt. 8 Breakpunkte hat er in diesen beiden Sätzen gehabt und nie das Break schaffen können. Nun war er, so meinten alle, auf dem Weg zum Sieg. Wir machen einen kleinen Sprung. Becker beim Aufschlag, es steht 2:1 für ihn.
Mazur gut mit seinem Return beim zweiten Aufschlag von Becker und dann wurde er initiativ, keine Chance bei diesem Passierball. Wieder erfolgreich mit dem Rückhand-Return nach dem zweiten Aufschlag Beckers. Noch einmal die Zeitlupe dazu. Ganz früh genommen den Ball. Sein sage und schreibe 14. Doppelfehler. Zwei beide, alles ist wieder im Lot, alles ist wieder offen. Becker natürlich darauf aus, gleich wieder einen Break zu schaffen. Und Pech. Kein unbedingt harter Aufschlag von Mazur, aber sehr schön lang und platziert. Das sind die Möglichkeiten für Becker, wenn Mazur den ersten Aufschlag nicht hineinbringt. Dennoch immer noch ein Spielball zum 3:2. Einers. Der Australier macht aus
einem 0:2 Rückstand die 3:2 Führung. Abendstimmung auf dem Center Court von Couillon. Ass Nummer 17 von Becker. Bei 14 Doppelfehlern eine für ihn ungewöhnliche Statistik. Alles läuft für den Australier. Ein Notreturn und dann dieser Volleyfehler von Becker. Ein schwerer, schwerer Gang. Später Ruf des Linienrichters. Sie haben gehört den Ausruf von Becker. No, nein. Zu gerne hätte er diesen Ball im Feld gesehen. Natürlich, bei dem Spielstand kein Wunder. Statt 30 beide nun wieder 15-40. Und er hadert mit sich und der Welt. Die Zeitlupe, ja. Schwer zu entscheiden, ob dieser Ball drin war oder eben nicht. Breakchance. Wo bleibt der erste Aufschlag? Immer noch innerlich aufgewühlt. Quiet place, thank you. Dass dieser Junge so ruhig bleiben kann. Der zweite Aufschlag von Becker, sehr lang und platziert, und dennoch produzierte er einen hervorragenden Return, der Becker zu dem Volleyfehler zwang. Das zweite Break in Folge. Und die Minen bei Günther Bosch und Jon Tiriak werden immer länger. Nun muss Becker seinem Gegner den Aufschlag abnehmen. Thank you.
Mesur behält Ruhe und Übersicht. Ist der Ball drin? Nein. Ein verzweifelter Hechtsprung von Becker. Er erwischte den Ball noch, Sie haben es gesehen. Hier die Zeitlupe, die Studie des Deutschen. Mesur wäre an den Ball nicht herangekommen, aber er ging ins Aus. 40-30. Es war die Möglichkeit. Aber Sie sehen, 5-2 für Wally Mesur. Unvorstellbar, diese Wendung. 0-2 lag er zurück. Ohne Frage das Match seiner Karriere. Das Publikum steigert sich in einen Rausch. Wally, Wally, die Anfeuerungsrufe. Das sind die Momente, die Sportgeschichte schreiben. Das letzte Turnier hier auf dem Center Court von Couillon. Im nächsten Jahr wird man umziehen. Und ein Australier, ein Underdog, ist auf dem Wege. Einen der beiden oder drei großen Favoriten aus dem Wege zu räumen. Es bleibt Boris Becker nichts erspart. Bis so manches Wellental ist er hier gegangen. Wiederum nur noch zwei Punkte, die dem Australier fehlen. Ist das zu glauben? Doppelfehler Nummer 15 und Matchball Nummer 4 für Wally Mesur. Was ist mit Beckers Auflauf? Den zweiten Satz hat er verloren mit einem Doppelfehler. Zweimal hat er seine Auflaufspiele verloren durch Doppelfehler und nun vierter Matchball.
Mein Zornesausbruch. Und da hat das Drama ein Ende. Doppelfehler Nummer 16. Und ich kann es nicht fassen, wie cool Wally Mesur bleibt bei dem wohl größten Sieg seiner Karriere. Nach 3 Stunden und 41 Minuten schlägt der Boris Becker mit 4:6, 7:6, 6:4, 6:7 und 6:2 erreicht damit das Viertelfinale. Ein großer, verdienter Erfolg des sympathischen, dieses Wort ist aufgegriffen, vermutlich, aber er ist wirklich eine wohltuende Erscheinung. Ein verdienter Sieg des 23-jährigen Australiers, für Boris Becker dagegen eine ganz bittere Stunde. Er hat nicht gut gespielt, er hat sich nicht gut benommen, die Welt geht nicht unter, er wird die Lehren aus dieser Niederlage ziehen müssen. Und solche Niederlagen tun ja manchmal gut. Rainer Deike hat ganz recht, davon geht die Welt nicht unter. Jeder hat mal einen schlechten Tag und niemand wird Boris Becker dafür einen echten Vorwurf machen können. Eines allerdings muss man sagen, schwache Leistungen sollten nicht einhergehen mit schlechtem Benehmen. So, Wally Mesur trifft nun im Viertelfinale auf Kelly Everton aus Neuseeland und die weiteren Viertelfinalbegegnungen sehen folgendermaßen aus. Stefan Edberg gegen Miloslav Mečija, Jannik Noah gegen Pat Cash und Ivan Lendl gegen Anders Jerit. Ausgesprochen erfolgreich war in Melbourne die Saarbrückerin Claudia Kode-Kilsch. Sie schlug im Viertelfinale die Australierin Elizabeth Smiley mit 7:6, 4:6 und 6:2. Sie sehen hier den Matchball. Im Halbfinale trifft die 23-jährige Weltranglisten-Siebte nun am Donnerstag auf Hanna Mandlikova aus der GSSR, die Amerikanerin Laurie McNeil 6:0 und 6:0 schlug. Und im zweiten Halbfinale stehen sich Martina Navratilova und Katharina Lindqvist aus Schweden gegenüber. Das ZDF berichtet am Donnerstag von 15 Uhr an von dieser Halbfinalbegegnung zwischen Claudia Kode-Kilsch und Hanna Mandlikova. So, noch